Ein Roller oder ein Motorrad mieten in Thailand. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mile in Thailand. Das ist wieder Mario aus Thailand. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das jetzt, denn hier auf diesem Kanal findest du alles an Informationen über Thailand oder wenn es noch kein Video darüber gibt, dann stell einfach deine Frage in den Kommentaren der Videos unter Hashtag alles über Thailand und dann werde ich die auch beantworten. Okay, im heutigen Video geht es um Roller bzw. Motorradmieten in Thailand. Und das ist ein sehr heikles Thema, da es in den letzten paar Monaten sehr viele Änderungen gegeben hat. Auch sehr viel Verwirrung, also es ist nicht ganz einfach, heutzutage legal oder sagen wir mal richtig in Thailand einen Roller oder bzw. eben ein Motorrad zu mieten. Und was man hier beachten muss, wenn man einen Roller mieten möchte und was man eben ebenfalls beachten muss, dass man ihn auch lenken darf, schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Zuerst einmal, was ist überhaupt ein Roller in Thailand? Ihr seht, hier steht ein Roller. Das ist mein Roller und Thailand, also beziehungsweise die Roller in Thailand sind nicht zu vergleichen wie diejenigen in Europa. In Europa gibt es verschiedene Kategorien, also zum Beispiel 50 Kubik, dann 125 Kubik und höher. In Thailand kriegt man fast keinen Roller, wenn man einen mieten möchte, unter 50 Kubik. Die meisten Roller, ich würde jetzt mal sagen, so um die 80%, die sind 125 Kubik. Und da sollte beim einen oder anderen bereits ein Licht aufgehen, 125 Kubik. Dann andere wiederum etwa 20%, wir sprechen immer noch von Rollern, noch nicht von den großen Motorrädern. Der Rest, die restlichen 20%, das können Roller sein, die sehen genau gleich aus wie dieser hier, aber sind dann 150 Kubik. Und da müsst ihr wirklich schauen, wenn ihr einen Roller mietet, was hat der für eine Motorenleistung. Das ist auch ein Problem, man sieht das öfters, dass Menschen, die in Europa einen Roller lenken, der unter 50 Kubik hat, also Maximalgeschwindigkeit, so um die 40 km pro Stunde, vielleicht auch 45, kommen sie dann nach Thailand, mieten einen Roller, geben das erste Mal Gas und fallen gleich auf die Schnauze, weil er eben abgeht wie eine Rakete. Und da muss man wirklich schauen, die Roller hier sind in der Regel eben, wie gesagt, 125 Kubik oder mehr. Wo kann man einen Roller mieten in Thailand? Roller mieten in Thailand ist extrem einfach. Ihr kriegt sie überall, fast an jeder Straßenecke. Entweder bei Motorradhändlern oder sonst irgendwo vor einem Restaurant, vor einer Reiseagentur, vor dem Hotel, beim Guesthouse. Also fast jeder, der in Thailand einen Roller hat oder eben auch ein Geschäft hat, vermietet gleichzeitig auch Roller. Also ihr kriegt wirklich überall Roller, das ist absolut kein Problem und ihr werdet auch sehen, dass das Mieten eines Rollers sehr einfach ist und die Gesetze von denjenigen, die die Roller vermieten, praktisch nie oder sehr, sehr schlecht eingehalten werden. Was meine ich damit, dass die Gesetze nicht eingehalten werden oder in den wenigsten Fällen? Wenn ihr in Thailand ein Auto mieten möchtet, dann müsst ihr einen Führerschein vorweisen. Es wird genau überprüft, ob ihr überhaupt berechtigt seid, dieses Fahrzeug zu lenken. Bei den Rollern ist das, auch heute noch und in der Vergangenheit war es noch viel schlimmer, ganz anders. In der Regel will der Vermieter nur den Reisepass als Depot oder eine Identitätskarte. Viele Touristen machen das natürlich nicht, weil sie im Reisepass auch das Visum haben, also geben sie lediglich eine Kopie des Reisepasses, wenn das möglich ist, oder eben halt einen deutschen Personalausweis oder eine schweizerische Identitätskarte. Etwas, das entbehrlich, was man eigentlich abgeben kann, das einem nicht so wehtut, wenn dann diese Karte nicht mehr zurückkommt. Ich persönlich würde nie den Reisepass deponieren, um einen Roller zu mieten. Aber genau da haben wir es schon, das ist das Einzige, was in der Regel verlangt wird. Nur eine Kopie eines Reisepasses oder ein amtliches Dokument. Dann, in wenigen Fällen muss man auch einen Vertrag unterschreiben, wo draufsteht, dass wenn man einen Unfall hat, dass man die Reparaturkosten
selber zu tragen hat. Vielfach ist dieser Vertrag in Thai oder auch mit einer spärlichen Übersetzung in Englisch. Und wenn man diese zwei Sachen erledigt hat, also den Vertrag unterschrieben hat und eine Kopie abgegeben hat von seinem Reisepass, kann man in Thailand bereits einen Roller lenken. Und ihr seht da bereits, dass nie nach einem Führerschein gefragt wird. Warum wird vielfach nie nach einem Führerschein gefragt? Weil das System hier bzw. das Recht in diesem Bereich sehr kompliziert ist, aber auf das werden wir gleich eingehen und uns das genau anschauen, was eben richtig ist und was falsch ist. Und deshalb vermieten einfach die Händler in vielen Fällen die Motorräder, ohne genau zu schauen, wer jetzt überhaupt berechtigt ist, so ein Roller, ich nenne es aber auch Motorrad, weil sie eben in der Regel über 125 Kubik sind. Dann, was muss man beachten, wenn man einen Roller mieten möchte? Da gibt es ein paar Sachen. Bevor ich diesen Vertrag unterschreibe, schaue ich immer zuerst Probefahrt. Ich möchte mit dem Roller schnell eine kurze Probefahrt machen, 5 Minuten die Straße rauf und wieder runter. Natürlich auch hier schaut, dass ihr einen Helm anhabt, sonst gibt es dann gleich Probleme mit der Polizei. Und wenn ihr die Probefahrt macht, natürlich checkt immer die Bremsen. Das ist ganz wichtig, weil es gibt sehr, sehr viele Motorräder, die haben sehr schlechte Bremsen. Und gleichzeitig auch noch die Lenkung. Es gibt Motorräder, die hatten schon mehrere Unfälle und da funktioniert die Lenkung nicht mehr richtig. Das habe ich schon x-mal erlebt. Also schaut auch dort, dass das Motorrad wirklich in einem guten Zustand ist, bevor ihr es mietet. Ebenfalls einen Blick auf die Reifen, ob es noch genügend Profil hat. Weil meistens in der Regel, wenn ihr dann das Motorrad mietet, irgendwo über einen Nagel fährt oder sonst, das Motorrad fast kein Profil mehr hat und ihr habt einen Platten, dann müsst ihr die Reparaturkosten selber bezahlen. Dann ein weiterer Punkt, den man auch beachten muss, ist, hat das Motorrad eine Versicherung und ist das Motorrad eingelöst? Ihr könnt es jetzt sehen hier in diesem Bild, wenn das Motorrad einen Sticker hat, so einen rosa oder was ist das, so einen roten Sticker, und das Datum hier auf dem Sticker noch aktuell ist, dann ist das Motorrad offiziell eingelöst. Dann muss man auch noch abklären, hat das Motorrad eine Versicherung und was deckt die Versicherung ab? In der Regel haben die Motorräder eine Haftpflichtversicherung, aber wirklich absolut basic. Das heißt, wenn ihr einen Unfall habt mit einem anderen Fahrzeug, dann wird meistens der Schaden am anderen Fahrzeug bezahlt. Nicht aber der Schaden an eurem gemieteten Roller, nicht aber auch Verletzungen von euch selber. Da müsst ihr selber in die Tasche greifen. Darum empfiehlt es sich, im Heimatland schon eine Versicherung abzuschließen, eine Art Reiseversicherung, die eben genau solche Unfälle abdeckt, falls ihr vorhabt, in Thailand ein Motorrad oder einen Roller zu mieten und dann größere Touren zu machen. Ihr könnt natürlich auch in Thailand Zusatzversicherungen haben, nicht in den meisten Fällen, aber es ist möglich, dass man die auch machen kann. Aber auch dort muss man genau hinschauen, was hat man überhaupt zusätzlich, wenn man noch extra was dazu bezahlt, ob es sich dann auch lohnt und ob auch wirklich das versichert wird, was man auch wirklich versichert haben möchte. Okay, so viel mal zum Roller mieten. Also ihr seht, ihr bekommt sehr, sehr einfach einen Roller. Jetzt aber, wer ist überhaupt berechtigt, einen Roller in Thailand zu lenken? Und da wird es kompliziert. Und da behaupte ich jetzt einmal, dass 90% von allen Ausländern, die in Thailand einen Roller lenken oder ein Motorrad, gar nicht fahrberechtigt sind. Und genau das ist das Problem. Weil man es eben nie richtig umgesetzt hat, fahren 90% der Menschen hier in Thailand einen Roller oder ein Motorrad ohne die entsprechende Fahrerlaubnis. Und was ist die entsprechende Fahrerlaubnis für so einen Roller hier? Ich habe es vorher erwähnt, 125 Kubik, aufwärts 150 Kubik. Und Thailand kennt die Kategorie A1 nicht. Zum Beispiel, ich komme aus der Schweiz. In der Schweiz gibt es den Unterschied zwischen Kategorie A für große Motorräder, 125 Kubik aufwärts, und es gibt die Kategorie A1 für kleinere Motorräder, also Roller, die
zwischen 1 bis 125 Kubik Leistung haben. Also so der typische kleine Roller, den man für der 50 Kubik hat, für diesen gibt man die Kategorie A1 in der Schweiz. Beispiel seht ihr hier auf dem internationalen Führerschein. So, was bedeutet das jetzt? Wenn ich nach Thailand komme und hier ein Motorrad lenken muss, dann brauche ich zu Hause die Kategorie A. A1 nicht möglich. B für Fahrzeuge, Kraftfahrzeuge, Autos nicht möglich. Also es ist schon möglich, wie ich vorher erwähnt habe. Ihr könnt in Thailand natürlich ein Motorrad lenken. Die Polizei wird auch in vielen Fällen ein Auge zudrücken oder genau diese Lücke, weil eben genau die wenigsten Leute hier die Kategorie A haben für Motorräder, ist das ein Punkt, wo auch der Polizist euch zum Beispiel, ich sage es jetzt mal sehr nett ausgedrückt, von euch ein Bußgeld verlangen kann. Okay, ich hoffe, ich habe das verständlich rübergebracht. Um in Thailand ein Motorrad lenken zu dürfen, braucht man die Kategorie A für Motorräder. Das ist auch so, wenn man in Thailand den thailändischen Führerschein machen möchte. Hier wird nicht unterschieden zwischen den verschiedenen Kategorien wie in Europa, sondern es gibt einen Führerschein für das Motorrad, Kategorie A. Da kann man alle Motorräder lenken. Und es gibt die Kategorie für Autos, für Fahrzeuge, Kategorie B. Und auch dort kann man dann alle Autos auch mit Anhänger etc. lenken. Aber das war noch nicht alles. Es wird noch komplizierter. Okay, also ihr wisst jetzt mal, dass ihr die Kategorie A braucht, um in Thailand einen Roller oder ein Motorrad zu lenken. Jetzt, wenn ihr aber nach Thailand reisen möchtet, um eben hier ein Fahrzeug zu lenken, müsst ihr natürlich auch einen internationalen Führerschein haben. Und internationaler Führerschein für Thailand ist ein anderes, sehr kompliziertes Thema. Denn jeder internationale Führerschein, der hat dort auf der Frontseite meistens eine Gültigkeit bzw. steht drauf, nach welchem Abkommen dieser internationale Führerschein ist. Und dann ist auch noch wichtig zu wissen, welche Länder das diesen internationalen Führerschein überhaupt ratifiziert haben. Also das bedeutet, wenn ihr bei eurer Behörde in Deutschland oder in der Schweiz oder auch in Österreich einen internationalen Führerschein bestellt, welcher meistens ein generelles Dokument ist, um in allen Ländern auf der Welt ein Fahrzeug zu lenken, dann müsst ihr zuerst euch erkundigen, ist dieser internationale Führerschein auch für Thailand gültig? Die Behörde Department for Land Transport hier in Thailand, die möchten oder akzeptieren nur den internationalen Führerschein nach Abkommen 1949. Und der, soviel ich weiß, ist von Deutschland nicht ratifiziert, aber das Verkehrsamt, also das Department for Land Office, akzeptiert diesen, wenn man in Thailand einen internationalen oder beziehungsweise einen nationalen Führerausweis machen möchte. In der Regel ist es der Polizei egal, was für einen internationalen Führerausweis ihr vorweist. Solange ihr einen vorweisen könnt mit der Kategorie A, wenn ihr ein Motorrad lenken möchtet, also ein Roller, dann solltet ihr keine Probleme haben. Und auch bei der Versicherung sollte es dann keine Probleme geben. Und das ist genau der Grund, warum ich hier in diesem Video sage, was eben zu befolgen ist. Denn, wie vorher am Anfang bereits erwähnt, ihr könnt hier mit dem Führerschein für ein Auto ein Motorrad mieten, ohne Probleme. Das interessiert hier wirklich niemanden. Ihr könnt damit herumfahren, aber wenn ihr einen Verkehrsunfall habt, dann kommt auch hier in Thailand wie in Europa auch die Versicherung vor Ort und die Polizei und genau dann wird hingeschaut, was habt ihr für eine Führerprüfung oder für einen Führerschein. Und wenn man dann sieht, dass ihr gar keine Kategorie A habt, um in Thailand ein Fahrzeug zu lenken oder nicht den entsprechenden internationalen Führerschein, der ratifiziert wurde,
dann habt ihr ein Problem, beziehungsweise dann kann die Versicherung die Zahlung verweigern oder Regress auf euch machen. Ja, ich weiß, Leute, es ist extrem kompliziert, aber das sind im Moment die Regeln und es schaut so aus, als werden die von Jahr zu Jahr immer mehr umgesetzt. Also ich war vor kurzem beim Office, also Department for Land Transport, um meinen Führerschein zu erneuern und habe dort gesehen, dass sehr, sehr viele junge Thailänder zurzeit dort den Führerschein machen, den Test machen, damit sie eben die Kategorie A bekommen und ein Motorrad lenken dürfen. Also es wird in Zukunft wahrscheinlich bald soweit sein, dass eben jeder, der hier ein Motorrad oder ein Roller lenken will, eine entsprechende Kategorie A im Führerschein, im Thai-Führerschein oder im internationalen Führerschein braucht. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie mir unten in den Kommentaren unter Hashtag alles über Thailand, bitte wirklich die Frage nur unter Hashtag, dann zusammen alles über Thailand, eure Frage, ich werde sie dann auch beantworten. Wenn das Video hilfreich war, lasst mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal für Informationen und eben alles über Thailand. Ich mache hier fast täglich Videos über Thailand und das nächste Video zum Kauf von Motorrädern, das kommt morgen, also wenn dich das interessiert, dann schau auch morgen wieder rein, wenn ich erkläre, wie man in Thailand ein Motorrad kauft und was man da beachten sollte und auch noch etwas mehr zum Thema Führerschein. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Thailand.